Jo Leute, was geht ab hier zu einer neuen Folge, neue Podcast-Folge hier, Islam und Palästina, also Israel-Konflikt Teil 2, Leute. Ja, ich hatte schon letztens einen Teil 1 gemacht, komme auch zu Teil 2 jetzt auch, wie gesagt, weil das ja spannend von letztes Jahr bis immer noch ist, auf jeden Fall. Auf jeden Fall lasst ein Like da, haut auf den Abonnieren-Button und nichts mehr mit mir zu verpassen und folgt mir überall auf jeder Social-Media-Plattform, Leute. Mr. DNRW ist unser Haus. Auf jeden Fall. Und hört den neuen Song. Hier kommt Tobi Westlife auf Instagram. Tobi feiert Nächte lang. Und sonst, Leute, schaut auf meinen Shop vorbei, Leute. Kauft heute noch einen Regenschirm ein oder Schuhe für den Frühling, Leute. Dann gibt's auch ein gratis Autogramm und ein gratis Sticker dazu. Ja, fangen wir es auch direkt an, Leute. Ich hatte letztens über Teil 1 geredet. Fangen wir jetzt auch über Teil 2 an, Leute. Ja, was ist das Problem zwischen Israel und dem Palästina, Leute? Ja, das Problem ist der große Konflikt auf jeden Fall. Die haben immer Streitigkeiten, Leute. Auch die Besetzung von Großbritannien auf die Aufteilung des Landes in Großbritannien. Auch für die Juden und die arabische, für die muslimischen und christlichen, wie gesagt, im Staatsgebiet. Auch die UN-Teilungsplan. Es gibt ja so einen UN-Teilungsplan, auch von 1947. Daher entsteht das auch. Die können sich halt nicht einigen, Leute. Auf jeden Fall. Ja, Leute. Ja, sind, wie gesagt, auch, wir stellen uns auch heute die Frage, wer war zuerst da, die Palästina oder die Israeliten? Ja, Leute. Auf jeden Fall, nach 1808, also nach dem Krieg, was ich gerade gesagt habe, also nach diesem Konflikt 1947, 1948, Leute, wie gesagt, ist dann auf jeden Fall der britische Mandant der Palästina, hat dann den Schluss gezogen, der britische. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Auch darüber. Auch die Evokativ auf jeden Fall. Auch von diesem Stadtmuseum von Tel Aviv, Leute. Und damit auch den Staat Israel aus. Also das heißt, ja Leute, da der einen Pakt geschlossen hat und so, war wie gesagt die Palästina damals eher da als die Israeliten. Auf jeden Fall. Also kann man auch nachgucken. Der war vom 14. Mai 1948, was nach den UN Teilungsplan, beziehungsweise geschahen ist, wie gesagt, 1947 da, mit dem Konflikt, wie man heute sagen kann auch, ja, Palästina hießen auch früher, wie gesagt, also zu der Region auch, für Land Kanaan, auf jeden Fall, Leute, gelobtes und, das ist ihr gelobtes und heiliges Land, Leute, von Palästina, da kann die nichts gegen sagen, Leute, und auf jeden Fall, die ägyptischen, Texte sind auch da bezeichnet im Land Kanu. Die heißen dann Retenu und Retinu. Auf jeden Fall. Retenu und Retiniu. Ja, Leute, kann man auch danach gucken. Auf jeden Fall. Da ist auch bekannt dafür, wie gesagt, auch so hießen auch die ersten Palästina, die dann davor, wo die noch keiner kannte, auch für Israeliten und so. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und Israel, wie hießen die vor 1948? Weil gerade hatte ich auch über die Palästina was gesagt, 1947, Leute. Also damit 1948. David Ben hat auf jeden Fall angerufen. Die wollen daraus einen neuen Staat machen, also aus beiden. Auf jeden Fall einen Teil, wie ich auch schon gesagt habe. Auf jeden Fall das gelang dann der Staat, ein Teil des britischen Mandantsgebiet. Auf jeden Fall. Da tief die dann vor, auf jeden Fall. Die Unabhängigkeit, Leute. Das war alles damals Macht und Machete. Ja, Leute, jeder kennt es aus dem Alltag. Auf jeden Fall. Ja, wer hat auf jeden Fall den Krieg für den Palästina angefangen, Leute? Ja, die Palästina auf jeden Fall. Der Krieg wurde innerhalb der Grenzen ausgetragen und war eine Reaktion der Konfliktion, also das ist auch ein Konflikt, den ihr kennt, zwischen Yishuv und Palästinenser. Ja. Aber der Auslöser halt dafür war die Unabhängigkeitserklärung, Leute. Deswegen haben die sich dann auch gestritten und der Streitfall kam dann auch. Die wurden sich dann nicht einig, wie ich auch schon die Jahre davor gesagt hatte, also vorhin vor ein paar Sekunden, ein paar Minuten. Auf jeden Fall kann man auch bis heute nachlesen, Leute. Ja, das Ziel der Hamas ist auf jeden Fall auch witzig. Die hatten ja da letztes Jahr, wie ich auch schon im ersten Teil gesagt habe, die Geisel übernommen und auch das Mädchen, wo gestorben ist, Leute. Das Ziel ist auf jeden Fall die Befreiung von den Gazan-Palästinern. Die wollen die alle befreien halt.
Auch damit auch die Auflösung da ist, dass ein einziger Staat Israeliti, also Israel, deswegen schon im Jahr 2017, also vor Corona, lange Zeit, eröffneten die schon ein Dokument, dass das irgendwann hier knallen wird, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch das schon eine Abweichung gegenüber von den Hamas-Charta so zu da. Auch könnt ihr gucken, 1987, 1987. Wisst ihr Bescheid, Leute? Deswegen. So kam das auch mit den Hamas. Die wollen halt die ganzen gesamten Palästina zu sich holen wieder. Das ist ein eigenes Konflikt, also ein eigener Staat, beziehungsweise eigenes wieder wird. Und nicht diese ganzen Israeliten. Deswegen auch dieses Aufgeteilte in Staaten oder Gebieten, damals, wie ich gesagt hatte, mit diesem Teilungsplan oder Teilungsdelikt auch. Ja, deswegen, Leute. Und in Israel wurden auch die Palästina gegründet, damit die auch selbstständig führen können, auch selbstständig eignen können, weil früher war das ja nicht so. Deswegen auf jeden Fall, dass die auch von jüdischer Gewissenheit auch das wissen, die Land der Väter zu schaffen war. Ende des 19. Jahrhunderts abzuzeichnen, Leute. Herausforderungen waren auch eine bestimmte Sache, damals auch alles und so. Das Besondere an diesem Atheismus, kennt auch jeder aus dem Rallye-Unterricht, von früher, auch ich damals in der Schule, Leute, oder den Atheismus oder Aselimatismus trennste. Deswegen war klar, dass die dann für sich auf jeden Fall das gründen wollten, Leute, dass die dann mehr die Macht haben wollen als die anderen. Moha. Na, Spaß. Ja, Spaß beiseite. So. Weiter. Auf jeden Fall. Deswegen auch mit diesem. Auf jeden Fall alles war das damals auch so. Ja, Leute, Israel ist auf jeden Fall eine Heimatstätte, sollte auch von den Staat der Palästina aufgebaut werden. Also vor 2000 Jahren. Das ist auch so noch Grunde noch. Welches sich auch um Geschichte des Judentums handelt, wie man auch aus der Schule im Rallye-Unterricht kennt, wer aufgepasst hat, Leute. Auf jeden Fall, es war das Land, wo die Juden früher, vor 2000 Jahren, also das jüdische Volk, fliehen mussten über die Römer, auch aufgrund der Römer fliehen mussten. Damals war ja Römerzeit auch, kennt ihr, die ganzen Römer, Gladiatoren und so. Deswegen hieß Israel auch so vor 2000 Jahren, zum Beispiel auch mit dem Judentum. Heimatstätte der Palästina, also bevor dieser ganze Konflikt kam. Ja, Leute, da gab es dann nicht diese 1-2-Staat. Deswegen ein Land war dann Israel nur vor 2000 Jahren, bevor die dann an die Macht gegangen sind und ihr eigenes also Rechtsstreit, also ihr eigenes Recht hier haben wollen, Leute. Ja, deswegen, aber das meiste kennt man ja aus der Schule raus, im Rallye-Unterricht oder halt auch, wenn man das studiert hat, zum Beispiel hier. Auch hier, wenn man sich darüber auskennt, zum Beispiel auch Politik oder Wissen und sonstiges, Leute. Ja, hatte ich damals auch alles gehabt. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen mehr beigebracht. Teil 2, Leute, der Israeliten und Palästinenser, also auch im Konflikt der Teilstaaten. Und halt auch der Schaffung und der Gründung und wieso und warum, Leute, vor zig Jahren und ein paar Jahren und so weiter, Leute, was aktuell auch letztes Jahr passiert ist. Könnt ihr auch, wie gesagt, in der Podcast-Liste sehen nochmal. Leute, das war auch mit diesem Podcast. Wie gesagt, liken, abonnieren und bei ihren weiterzählen, sharen, Leute. Überall erzählen den Podcast von Mr. D, NRW, Leute. Und sonst, wie gesagt, Leute, schaut aktuell meine Stories überall an. Ich bin auch auf Twitch aktiv oder TikTok, Leute. Mr. D, NRW, überall, Leute. Deswegen, ich bin raus bei dem Podcast und wir sehen uns demnächst wieder hier live. Ciao.